Eine Nachricht, die hat mich selber extrem begeistert, und zwar: Bayern München ist nur Dritter und wird nicht deutscher Meister. Yeah! Ja! Leider nur im Basketball. Schade. Und auch wenn es jetzt keinen interessiert, was ich interessant fand, am Trainer kann es auf keinen Fall gelegen haben. Denn was der mit seiner Zunge kann, ganz ehrlich, da wurde selbst ich zwischendurch rattig. Da staunte auch Bayern-Coach Andrea Trinchieri. Nicht schlecht. Vielleicht braucht er auch einen Exorzisten, ich weiß es nicht. Oder er ist auf der Suche nach einem passenden Weibchen. Ich glaube, warte mal, da habe ich sogar eine. Wie wäre es mit ihr hier? Ah, das wären schöne Kinder. Ja, weiteres Highlight am Samstag war Neues aus der Schlagerhölle. Und das ist noch nicht der Titel der Show. Wäre aber eigentlich ein guter Titel. Nein, es war die Beatrice Egli Show. Wer hat's geguckt? Keiner. Oh, ihr müsst viel mehr MDR gucken. Ich sag mal so, wenn man die Beatrice Egli Show guckt, das ist nicht der Moment, um mit dem Trinken aufzuhören. Fachlaberer und Österreichs Vorzeigewendler Andreas Gabalier, das ist der gerne mal so einen rausschwurbelt. So eine Kombination wirklich aus Wendler und Xavier Naidoo, bevor er sich entschuldigt hat. Er wollte da wohl wieder was sagen. Und ich will sie nicht beeinflussen, aber ich habe das Gefühl, der SWR und NDR, die haben da irgendwas rausgeschnitten. Schauen Sie sich den Clip mal an und dann besprechen wir das nochmal gemeinsam. Ich weiß, du bist durch schwierige Diskussionen gegangen, dass du hier heute stehst. Und nein, es ist alles gut, liebe Beatrice. Es ist so, wir sind im Finale unserer neuen Produktion. Ich habe noch genau 3 Tage und dann ist das Album fertig. Nur einen und wir feiern ihn, denn er hat uns ein verrücktes Wort beigebracht. Bitte, wir haben nichts, so ist das gesendet worden. Und man sieht, wie er Luft holt, ja, und kurz mal, er fängt an zu reden. Cut. Ich lehne mich mal ganz weit aus dem Fenster und sage, die haben das Gespräch nicht gekürzt, weil es zu lang war. Wenn die nur einmal die Musikauftritte von Gabalier so schneiden könnten, das wäre schön, da wäre uns allen geholfen, aber man wird noch träumen dürfen, kommt. Bei Beatrice ging es aber noch weiter, und zwar war der argentinische Schlagerbarde Semino Rossi da und musste leider mit Beatrice auch noch im Duett singen. Was soll ich sagen? Sollten Sie jetzt Ihre Kinder mit einem gesunden Beatrice-Egli-Bild aufwachsen lassen wollen müssen, halten Sie ihnen jetzt einfach die Ohren und die Augen zu, weil es wird sehr, sehr unangenehm. Hast du ein einfaches Lied? Zum Beispiel? Bamboleo. Okay, wir versuchen es mal. Okay, das Spanische, also das ist... Ese amor llega así de esta manera. Manera. No tiene la culpa. La culpa. Amor de compra y venta. Amor en el pasado. Pasado. Las ganas se juntan. Se junta. Ese amor llega así de esta manera. Marón. No tiene la culpa. La culpa. Quererse no tiene engaño, ni fecha ni calendario. Ven Belén, 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 ven Belén. Ich habe das Gefühl, am Schluss singt sie, ich bin plemplem, ich bin plemplem. Ich hoffe, sie hat irgendwann mal das hier gedacht. Ich bitte für diesen Fehler um Entschuldigung. Ja, und er dachte wahrscheinlich die ganze Zeit... Halt die Fresse! Ich hatte bei Beatrice Egli zwischendurch das Gefühl, die tanzt sogar schief. Oder vielleicht war das die Stelle, die eigentlich rausschneiden wollten. Aber die haben sich vertan. Aus Versehen Gabalier genommen, aber das sollte raus. Die ganze Sendung. Naja. Man kann die Szene eigentlich nur so zusammenfassen.
Er kann es, sie würde es gerne können. Und ich drücke es mal positiv aus, Beatrice Egli singt auf Spanisch fast genauso gut wie auf Deutsch. Strich drunter. So, wir sind ja seit ein paar Wochen einer ziemlich heißen Spur, wie ich finde. Auf der Spur, sagt man das so? Na, scheiße. Ich bitte für diesen Fehler um Entschuldigung. Ja, man muss Fehler auch einsehen können. Also, wir sind seit ein paar Wochen einer heißen Sache auf der Spur. So heißt das richtig. Danke. Ruhig jetzt. Gut. In der ARD gibt es wohl anscheinend einen geheimen Dresscode. Sie erinnern sich wahrscheinlich noch an die beiden lustigen Tagesschau-Zwillinge Hanni und Sanni. Erinnert ihr euch? Die sahen ab 50 sowie eine Beratungspflicht für Jüngere. Und da fragen wir nach, eine Impfpflicht ab 18 also vom Tisch. Ja, pass auf. Damals haben noch alle gedacht, was für ein Zufall, das ist doch ein Witz. So, aber dann ist ja das hier passiert. Ja? Wir glauben wirklich, da ist ein System. So, und jetzt haben wir einen neuen Hinweis gefunden, denn die Sache scheint viel, viel größer als gedacht zu sein. Anscheinend sind auch Spitzenpolitikerinnen Teil dieser bis jetzt noch geheimen Verschwörung. Und damit zurück zu Susanne Daubner. Mit einem Besuch in Ägypten hat Bundesaußenministerin Baerbock heute ihre Nahostreise beendet. Ist ein Riesending, ist ein Riesending. Ich glaube, wenn Xavier Naidu das sieht, wird er sich von der Entschuldigung entschuldigen und dann wieder das andere glauben. Ich weiß zwar nicht, was es ist, aber mein Gott. Kriegt er hin. Schön finde ich, Frau Daubner hat wahrscheinlich als erstes gedacht, gleiches Outfit. Ganz schön peinlich, ne? Oder wie die Kids heute ja auch gerne sagen. Cringe. Aber sobald ein Jugendwort raus ist, ist es schon wieder kein Jugendwort, ne? Aber das ist eine andere Geschichte. Uns ist dann noch was aufgefallen, und zwar bei Hanni Hüsch. Das war die Dame, die ihr vorhin auch schon bei der Schalte gesehen habt. Hanni Hüsch, langjährige Leiterin verschiedener ARD-Hauptstadtstudios, die hat, wann immer sie sich zuschalten lässt, einen ganz bestimmten Signature-Move. Ne? Schau mal. Die Inzidenz verharrt auf Rekordhöhe. Rolle rückwärts von einem. Es gibt also keinen Kurswechsel. Der politische Spielraum, den Konservativen will das so gar nicht gelingen. Jetzt also Speed-Dating zum Wochenende. Die SPD hat die Nase vorn. Hat er was? Ne? Hat schon was von einem Schlagerstar, ne? Sie kann's. Hanni Hüsch, die Andrea Berg der Tagesthemen. Oder so eine GZSZ-Vorspann, ne? Sieht ähnlich aus wie in der Rolle der Stieftante, Hanni Hüsch. Wir bleiben dran. Ach so, und generell, wenn Ihnen zu Hause irgendwas auffallen sollte, was unsere Verschwörungstheorie unterstützen könnte, bitte melden Sie sich. Sie gehören dann zum Kreis der Erlauchten und Erleuchteten. Das ist uns wichtig. Ja, leider nicht so erleuchtet. Ja, ich bin ja, also hier muss ich jetzt privat werden, ich bin eigentlich ja ein sehr ruhiger Zeitgenosse. Mich haut so schnell jetzt nichts aus den Latschen. Und ich reg mich auch grundsätzlich eigentlich nicht auf. Aber, als ich die NDR Nord Story gesehen habe, da wurde es mir an einer bestimmten Stelle dann doch zu bunt. Er will, dass sich Fledermäuse bei ihm ansiedeln. Je mehr, desto besser. Dann kann er sie aus nächster Nähe studieren. Maske ist Pflicht beim Umgang mit den kleinen Tieren. Sie könnten sich sonst mit menschlichen Krankheiten anstecken. Was? Was ist mit der Scheißfledermaus? Von wem soll die sich anstecken? Habt ihr den Arsch offen? Das Drecksvieh ist an allem schuld. Die Kackmaus da, die hätte die Maske tragen sollen. Arschloch-Fledermäuse, meine Damen und Herren. Wenn die Arschloch-Fledermaus die letzten 3 Jahre ihre FFP2-Maske, ich fange schon an zu spucken, da wäre uns vieles erspart geblieben hier. Zahlreiche Landsendungen und dieser Lauterbach auch. Und vor allen Dingen, Moment, was soll die denn für menschliche Krankheiten kriegen? Trockenen Husten oder was? Rücken, wie wär's mal mit einem Fledermaus? Burnout, ihr Arschlöcher.
nicht mit uns. Mann, ey. Ich bitte für diesen Fehler um Entschuldigung. Oh, tut mir leid, jetzt bin ich wieder runtergekommen. Bleiben wir trotzdem bei der Nordstory, da gab es noch was Lustiges. Was heißt lustig? Da habe ich eine junge Pädagogin gesehen und die ist mit ihren Kindern in den Wald, aber absichtlich. Und die wollte denen irgendwas erklären, Natur, Tiere, was weiß ich. So, und jetzt, da muss man drauf achten, jetzt achten Sie mal alle auf die Reaktion der Pädagogin, als eines der Kinder da was Bestimmtes sagt. Ja? Angucken, drauf achten. So, und jetzt seid ihr hier leise und dann schaut ihr mal, was ihr für Spuren findet. Manchmal findet man eine Feder. Eine Kackwurst findet man auch. So, Moment. Und das hier, das ist ein Wahnsinnsmoment, weil ich kann mich in jeden Lehrer hineinfühlen. Du hast jahrelang studiert, bist hochmotiviert und das war der Moment, in dem das Bild, was du hattest, komplett zerbröselt. Eine Feder, ein Blatt oder eine Kackwurst. Ja, dann halt auch eine Kackwurst. Und dann war, so schnell wirst du vom hochmotivierten Pädagogen zum Beamtenarsch. In dem Moment, können wir das nochmal sehen, mit dem Hintergrundwissen, können wir das bitte noch einmal gucken. Da siehst du wirklich nach jahrelangem Studium und Ehrgeiz, zack, bist du in der anderen Welt. Können wir noch einmal sehen? So, und jetzt seid ihr hier leise und dann schaut ihr mal, was ihr für Spuren findet. Manchmal findet man eine Feder. Eine Kackwurst findet man auch noch. Ja, eine Kackwurst. Finde ich gut. Und wie ist das, liebe Kinder, wenn man eine Kackwurst findet? Na, wie ist es? Sehr bitter, also richtiges Kackgefühl. Ja, ganz einfach, hier kann man was lernen.